Die betenden Hände sind eine weltbekannte Zeichnung von Albrecht Dürer. Wie es jedoch zur Entstehung dieses Werks gekommen ist, wissen wohl die wenigsten. Albrecht Dürer wuchs in einem Dorf nahe Nürnberg in einer Großfamilie mit 18 Kindern auf. Zwei der Söhne wollten gerne Künstler werden. Die finanziellen Verhältnisse erlaubte es dem Vater jedoch nicht, seine Buben diese Ausbildung zu bezahlen. So entschieden die Brüder, Albert und Albrecht Dürer eine Münze zu werfen. Wer von den beiden gewinnt, geht 4 Jahre lang auf die Künstlerschule. Der andere finanziert ihn durch Arbeit in einem Bergwerk. Nach 4 Jahren sollte es dann anders herum sein. Albrecht gewann, ging nach Nürnberg. Schon nach kurzer Zeit schaffte er sich mit Kupferstichen, Holz- und Ölarbeiten einen Namen. Bruder Albert arbeitete im Bergwerk und leistete die finanzielle Unterstützung. Nach 4 Jahren kam Albrecht nach Hause. Und ein Wiedersehensfest wurde gefeiert. Albrecht dankte mit diesem Rahmen seinem Bruder für die Unterstützung und sagte, dass nun er an der Reihe sei. Albert jedoch brach in Tränen aus. Er zeigte seine geschundenen, von Arbeit geprägte Hände. Die Fingerglieder waren mehrmals gebrochen. »Nein, Bruder, es ist zu spät. Schau, was diese 4 Jahre aus meinen Händen gemacht haben.« Albrecht Dürer zeichnete daraufhin als Ehrerbietung an den Bruder die geschundenen Hände zum Gebet geformt und nannte das Bild »Schlichte Hände«. Später wurde es in die betende Hände umbenannt und erlangte Weltruhm.